Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute schon wieder Planet Zoo in der Beta. Es sind die letzten Tage angebrochen in der Beta von Planet Zoo und dann kommt das Spiel ja erst Anfang November wieder raus. Und ich hatte eigentlich schon aufgegeben, weil, ne, ich so ein paar Probleme hatte und das gar nicht so leicht war, sich reinzufuchsen in Planet Zoo. Es kam aber jetzt nochmal ein Update. Und jetzt geht wohl die Technikforschung und das Problem, dass man ins Minus rutscht, obwohl alles passt, ist wohl scheinbar behoben. Und mein Problem hier war ganz oft, dass ich einfach nicht wusste, ist es ein Bug oder habe ich einfach nur irgendwas falsch gemacht? Denn so kann man ja ganz oft rausfinden, wenn man einfach eine Fehlinvestition hatte oder so, dass man einfach rausfinden kann, okay, das war jetzt nicht so gut, ich muss das irgendwie ändern oder so. Und ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich habe jetzt gerade im Off ein Zebra gekauft. Ich habe leider gesehen, dass unser weibliches Zebra schon sehr alt ist, was echt problematisch ist, Leute. Aber das Problem an dem Ganzen ist, es gibt im Moment kein Zebra, was wir uns leisten können, weil wir sind ja pleite. Und ich habe jetzt noch 256 von diesen Blättern. Wir können jetzt nochmal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück. Und es kam gerade nochmal eins rein. Oh mein Gott. Ja. Nee, das ist schon 30. Oh Gott. Nee, 30 nicht. 30 wollen wir nicht bezahlen. Aber wenn es schon 30 ist, dann haben wir vielleicht noch Chancen, Leute, dass unser Zebra vielleicht doch noch Nachwuchs bekommt. Weil der Neue, der hat wieder so ein kleines Ding. Der ist wieder irgendwas Besonderes. Und den verlegen wir jetzt einfach in das Gehege natürlich und drücken Play. In der Hoffnung, dass das Minus nicht ganz, ganz katastrophal wird. Ich habe den Preis vom Zoo jetzt doch noch mal ein bisschen angepasst, denn die Leute haben sich beschwert. Ich habe jetzt wieder 12 und 9 Euro gemacht und die Leute meinten, es ist sehr viel kaputt. Aber ich glaube, dass jetzt die ein oder andere Sache schon repariert wurde. Also hoffe ich zumindest. Unser kleines Baby ist hier. Hallo, kleines Baby. Ja. Also unser kleines Giraffenbaby ist, glaube ich, das süßeste ever, Leute. Es ist das süßeste ever und da kommt der... Es wird doch jetzt nicht funktionieren, Leute. Weil sie haben ganz, ganz viel gefixt. Unter anderem eben auch, dass die Sauberkeit im Gehege bleibt. Aber ja gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, unser Zebra ist angekommen. Hi! Na, du hübsche Bub. Servus. Wie geht's dir so? Oh mein Gott, die Zebras, die sind einfach zu knuffig, Leute, oder? Die sind doch mega. So, was hat er denn alles jetzt für Probleme? Oh mein Gott, sie fressen gleich. Ja! Und der Tierpfleger ist unterwegs. Ja, das hat nicht funktioniert, Leute. Gut. Der Tierpfleger war gerade da und hat die Sachen nicht aufgefüllt. Ja gut, was machen wir denn jetzt, Leute? Es scheint bei mir leider trotzdem noch ein bisschen zu buggen, weil... Oder kommt jetzt nochmal einer? Es kommt nochmal einer, es kommt ein zweiter Tierpfleger, okay. Naja, dann geht's ja. Da kommt sie. Ja, bitte. Bitte, die Zebras, die brauchen was zu essen, bevor sie sterben. Bitte. Oh mein Gott, das Zebra guckt. Guckt die Menschen an. Schaut mal. Das sieht mega nice aus, Leute. Oh, ich muss hier rüber. So, jetzt müsste er gleich nicht mehr durstig sein. Ja, super. Das klingt doch klasse. Jetzt bin ich gespannt, ob die nochmal Nachwuchs bekommen. Oder ob unsere Zebra-Maus, wie heißt sie eigentlich? Ist jetzt so ein komischer Name, ne? Kann ich nicht aussprechen. Ob sie zu alt ist. Ich hoffe nicht. Das wäre so süß, Leute, Zebra-Babys. Und ich glaube, dass das Wasser jetzt immer ideal ist mit diesem Ding da, oder? Also ich hoffe's. Ich hoffe, dass ich da nichts falsch gemacht habe. Techniker wurde angefordert. Okay. Aber das sieht nicht so hundertprozentig sauber aus. Bin mir nicht sicher, Leute. Nicht 100%. Wo sind denn unsere kleinen Wolfsbabys? Oh, oh, aber hier hat es jetzt funktioniert, weil das Essen war nämlich abgelaufen und ich hatte jetzt die ganze Zeit versucht, in irgendeiner Form das hinzubekommen. Aber das scheint zu funktionieren und ich kann nicht draufklicken. Bitte, bitte. Jafari. Jafari, wo sind deine Babys? Sind die hier drin?
Ich halte es absolut nicht aus. Guckt mal. Die beiden Babys und die Mama, glaube ich, ist es, oder? Ja, die beiden Babys, die beiden Welpen und die Mama, die liegen hier und pennen. Oh mein Gott. Es ist so süß. Ernährungszustand war schon wieder bei 74%, aber der Pfleger hat es gerade aufgefüllt. Wir könnten jetzt mal gucken, wie weit die Forschung ist. Die forschen leider immer noch. Denn dann könnten wir... Nee, wir können gar nichts. Wir sind schon wieder bei 11.000 minus, Leute. Oh mein Gott. Okay, also wir bekommen leider nicht mehr Geld dazu. Das ist mega problematisch. Wir bekommen weiterhin minus, obwohl wir 500 Leute haben. Und die drängen sich hier dick und dicker, um das kleine Giraffenbaby zu sehen. Leute, bitte spendet doch was für uns. Nee, wir machen weiter minus. Vielleicht könnten wir noch ein paar Angestellte. Aber nur der Sicherheitsdienst hat eigentlich... Auch hier haben einige nichts zu tun. Dann könnten wir den noch entlassen und vielleicht den noch entlassen. Und ein Tierarzt hat... Nee, die Tierärzte haben alle gut zu tun. Nur der Sicherheitsdienst hat nicht viel zu tun. Okay, also das Mitarbeitergebäude ist effizient. Arbeitsbereiche habe ich jetzt nicht hinzugefügt, weil das gebackt hat. Das habe ich mich nicht getraut. Wasseraufbereitung versagt. Ja, wo ist denn der Techniker? Da hätte ich auch einen Mitarbeiterweg bauen müssen. Das hat er aber gebuggt gehabt, deswegen habe ich das nicht gemacht, falls ihr euch fragt. Der Techniker ist unterwegs. Ja, das ist schon mal gut zu wissen, weil wir das dringend benötigen. Oh Gott, Leute, was uns alles passiert. So, leider Gottes hat der Tierpfleger das nicht aufgefüllt und das auch nicht. Hey, hallo, du bist doch gerade da. Bitte füll doch das Essen auf. Was ist denn los mit dir? Ja, gut, also. Oh mein Gott, sie wollen besser sehen. Das ist zuckersüß. Sie lieben die kleine Babygiraffe. Wir müssten hier das auffüllen wieder, aber das machen die leider nicht. Wir haben leider ein paar Probleme, Leute, in unserem Zoo. So, wie geht's denn dem Buben? Dem geht's eigentlich ganz gut, oder? Und dir geht's auch gut? Ja. Ich bin gespannt, ob die jetzt dann nochmal ein Baby bekommen oder nicht. Ich weiß nicht, wie oft die ein Baby bekommen können. Der Babygiraffe geht's auch gut. Und die galoppiert jetzt hier an den Besuchern vorbei. Das ist natürlich ideal, hätte ich gesagt. Absolut ideal. Ach, du bist so süß. Oh mein Gott, bist du süß. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie es unseren Tieren geht allen. Also, das sieht eigentlich komplett... Wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken, inwieweit jetzt die Babys... Wann werden denn die Babys groß? Weil nicht, dass der Papa jetzt die Babys deckt oder so. Und dann haben wir wieder Forschung fertig. Das Problem ist der Techniker. Der hat irgendwie noch so ein bisschen Probleme. Welche Forschung haben wir denn eigentlich abgeschlossen gehabt? Ich kann es euch jetzt gar nicht sagen. So, jetzt scheinen die Wildhunde verletzt zu sein. Es ist aber jetzt nicht ganz so tragisch. Also das ist, glaube ich, schon tragisch. Aber ich möchte eigentlich sowieso die Welpen, die jetzt keine mehr sind, verkaufen. Das Problem ist, wer war jetzt der Welpe? Ich glaube, es war Baruti, oder? Es war Baruti und... Weil der andere war ja Jafari, oder? Genau, Jafari ist ja der Papa gewesen. So, dann, und das ist ja die Hündin, oder? Oh mein Gott, der ist hier gerade reingesprungen und schwimmt jetzt. Oh mein Gott, es ist mega süß. Das ist mega süß. Das habe ich doch nie gesehen, dass die gerne schwimmen. Das sieht ja super süß aus. Leute, wir haben mit 36.000 Euro minus. Es ist richtig klasse. Es ist so lustig, weil es ist so mega gespalten. Bei uns ist natürlich das Problem, dass wir diesen Kredit aufnehmen mussten, weil es bei uns ja ständig gebackt hat. Und wir dadurch quasi ganz schlecht Gewinn machen. Wir haben aber jetzt bald alles, glaube ich, bezahlt. Glaube ich. Ja, wir haben jetzt bald alles abbezahlt und wir haben irgendwie... Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel wir zurückbezahlt haben. Sieht man das irgendwo? 30.000.
Ja, das ist super krass, Leute, weil wir haben letztendlich genau das, was wir jetzt minus haben wir an Darlehen zurückbezahlt. Ich bin jetzt gespannt, ob wir aufhören, Minus zu machen, wenn wir das Darlehen abbezahlt haben, was ja bald der Fall ist. Und was ist mit dem Tier? Wer ist denn jetzt wieder verletzt? Bist du immer noch verletzt? Wieso denn? Verletzt? Ja, du bist doch jetzt gerade. Kommst du nicht gerade vom Tierarzt? Ich habe den Jungtieren übrigens Verhütung gegeben, dass da nichts passieren kann. Aber der Tierarzt, ach, der Tierarzt ist jetzt schon da. Okay, also die Tierärzte sind die, die am besten funktionieren, hätte ich gesagt. Leute, ich bin jetzt mega gespannt, ob wir keinen Verlust mehr machen, wenn wir das Darlehen abbezahlt haben. Schreibt mir mal doch bitte in die Kommentare, was ihr meint. Wir haben eigentlich immer über 500 Leute im Zoo. Wir haben noch ein paar Probleme mit den Imbissen, mit dem Souvenirshop, mit Dreck und mit ausgefallenen Dingen. Aber ansonsten, glaube ich, ist es gar nicht so schlecht. Leider Gottes hat bis jetzt keiner mehr aufgenommen von den Tieren. Und das Baby. Oh, der kackt gerade. Oh, der Pfau ist auch süß. Aber wir bekommen doch eigentlich irgendein Baby von irgendjemanden. Ich kann mich jetzt nur gerade nicht mehr erinnern, von wem. Irgendjemand schon wieder. Also die Wasseraufbereitung, die macht mega krasse Probleme. Die ist jetzt, glaube ich, schon zum. Die ist ein bisschen komisch gebaut. Zum dritten Mal jetzt ausgefallen. Die Wasser. Weil ich habe ja zwei Wasseraufbereitungen. Und die fallen irgendwie alle Nase lang aus und dann muss der Techniker kommen. Aber ich bin gespannt, Leute. Wir haben jetzt 41.000 Minus, aber das Darlehen ist bald abbezahlt. Bald. Noch 14.000 abbezahlen. Dann könnte es eventuell besser werden. Ich bin mir nicht sicher. Dann hätte ich aber gesagt, beende ich diese Folge von heute. Wir gucken mal, Leute, ob wir irgendwann mal wieder vom Minus runterkommen. Denn ich bin eigentlich jetzt ganz guter Dinge mit unseren Tieren. Ich habe die jetzt noch nicht verkauft, in der Hoffnung, dass wir nochmal neu Nachwuchs bekommen. Wir haben jetzt einige Tiere, Leute. Wir haben jetzt einige Tiere und ich denke mal, das sollte jetzt langsam aber sicher dann auch werden, oder? Wir haben keine Quarantäne. Ja. Wir gucken mal, wenn wir das Darlehen abgezahlt haben, ob es dann einfach besser läuft. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!